Ursula Reinhold, es freut mich sehr, dass du hierher gekommen bist und ich freue mich auch auf unser Gespräch. Deine Position ist Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich und du hast dich da selbst hochgearbeitet über spezielle Wege, die sehr individuell sind und die nicht jeder nachmachen kann. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht und ich werde dir jetzt diese stellen. Ich beginne aber mit deiner Biografie. Du hast als junge Frau mit 16 Jahren, du bist im gleichen Kanton in die Schule gegangen, Kanton Aargau, hast du die Bezirksschule besucht und du hast beschlossen, fertig, Schluss, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr Schule, ich muss was anderes haben. Und da für deine, und du hast dann einen praktischen Bildungsweg gewählt. Und ich möchte dich jetzt fragen, wenn du zurückgehst in dein damaliges Alter, was hat, ich duze jetzt, dir gefehlt an unserem schweizerischen, akademischen, traditionellen, schulischen Werdegang und seinem Angebot, damals mit 16 Jahren? Ja, vielen Dank, Ursula, für die Einladung zu diesem Gespräch. Gerne mache ich eine Zeitreise zurück in mein Alter, wo ich 15 Jahre war. Und ich muss auf deine Frage sagen, es hat mir eigentlich nichts gefehlt, weil ich war dazu mal, vielleicht, ich gehörte zu den, ich habe viel in der Naturzeit verbracht, ich war schon bei den Pfadfinderinnen. Und es hat mich eigentlich vor allem interessiert, wie die Welt funktioniert. Und ich muss sagen, ich war eher so Sturm- und Drangphase. Ich habe gefunden, also noch einmal so eine Phase lang in die Schule gehen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte so wie einen inneren Drang, ich muss verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich muss insbesondere verstehen, was eigentlich Geld ist. Also das Geld hat mich interessiert. Wie funktioniert das? Was hat das für eine Bedeutung? Und ich habe meinen Eltern gesagt, ich will auf dieser Aargauischen Hypotheken- und Handelsbank eine Lehre machen. Ich möchte eine Lehre machen. Meine Eltern waren natürlich sehr unterstützend. Also sie haben beide auch keinen rein akademischen Hintergrund gehabt und haben das sehr unterstützt. Sehr schön. Also du hättest dir nicht vorstellen können, dass du an der Kantonsschule, am Gymnasium das bekommen würdest, was dich interessiert hat? Nein, aber überhaupt nicht. Ich muss vielleicht auch noch sagen, sage ich auch, weil ich finde, das geschieht oft im Leben. Ich musste auch einmal eine Klasse repetieren. Ja. Und das war für mich immer auch vom Umfeld her so, das ist ein John-Fleck. Also jetzt muss man eine Klasse repetieren. Ja. Und ich habe dort schon gemerkt, die Repetition hat mir eigentlich gut getan. Okay. Ich bin nachher viel besser unterwegs gewesen in der Schule. Aber Schule war einfach nicht mein Ding. Also, okay. Also auf jeden Fall nicht zu dieser Zeit. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich erlebe ab und zu Kantonsschüler, also Gymnasiasten, und von denen höre ich dann auch, ich muss das jetzt zwar durchboxen, aber eigentlich interessiert mich das alles nicht, was da angeboten wird. Aber ich mache es jetzt halt durch. Und du warst mutig genug, um in die Welt rauszugehen, in die praktische Berufswelt. Okay. Dann frage ich dich jetzt mit deiner Erfahrung, was sollte jede Jugendliche lernen, um in unserer zukünftigen Gesellschaft erfolgreich als Erwachsener sich durchbringen zu können und gleichzeitig auch selbst weiterentwickeln können? Was würdest du jetzt mit deiner Erfahrung sagen, was sollten wir unseren jungen Leuten mitgeben? Also heute ist es ja noch viel einfacher als zu meiner Zeit. Das ist ja schon fast 40 Jahre her. Und ich würde sagen, wichtig ist, dass meiner Funktion in einem Bildungssystem individuelle Regulationsfähigkeit. Also jeder Mensch sollte eigentlich sein Leben, wenn immer möglich, unabhängig gestalten können. Und das bedeutet eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und zwar nicht die Erwartungshaltungen des Umfelds befriedigen, sondern wer bin ich, was möchte ich, warum möchte ich, und ich sage allen, wo ist deine Leidenschaft? Also wann bist du am Ende des Tages glücklich?
wenn du was machen konntest? Was interessiert dich? Und heute haben wir insbesondere in der Schweiz, es ist weltweit das durchlässigste Bildungssystem. Das heißt, ich sage immer Eltern, who cares, was ihre Kinder jetzt mit 14, 15 machen. Hauptsache, sie können ihren Motivationen nachgehen und sie können etwas durchziehen. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also, dass sie eine Auseinandersetzung mit sich selber machen in dieser Phase 12, 13, 14, 15. Wohin möchte ich gehen und das sehr selbstreflektiv auch tun können. Die Eltern sind wichtig, aber Eltern haben manchmal die Tendenz zu meinen, man muss jetzt das Beste für das Kind haben und sind sich nicht immer bewusst, dass die Schule nicht mehr so ist, wie sie sie dazu mal erlebt haben. Und das Bildungssystem ist viel ausgeprägter. Heute kennen sie eigentlich eben mit einem Einstieg in eine Berufslehre, das ist gerade in diesem Teenageralter extrem wichtig, die wollen ja erwachsen werden. Mhm. Und die wie ich dazu mal mehr diesen Drang hatten, ich will jetzt unbedingt die Welt entdecken und erwachsen werden und unabhängig werden, wenn das eine Triebkraft ist, dann ist das sicher, ist der Weg über die Berufsbildung auszuloten. Weil sie können heute gleichzeitig noch die Berufsmatura machen und im Anschluss an die Lehre eine Passerelle prüfen und sind fast in der gleichen Zeit wie ein Gymnasiast an der Universität, wenn dann später dieser Wissenshunger noch kommt. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Und deshalb, was wir sehen, ist, dass die Jugendlichen sehr, sehr positiv stimuliert werden, was ihr Selbstwertgefühl betrifft, wenn sie in den Betrieben etwas Sinnstiftendes machen können. Wenn sie sehen, ich bin ein Teil des Ganzen, ich bin ein Teil im Betrieb. Ich habe schon, Leute sind richtig stolz gewesen, weibliche Schreinerinnen, die Arbeitsgeräte als ihre Geräte angeschaut haben und eben gesagt haben, ich bin Teil dieser Firma, ich bin etwas. Und diese Selbstsicherheit gewinnen, die Selbstmotivation auch und auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, der aus meiner Sicht in einem Betrieb, wo sie mit verschiedenen Rollenmodellen zu tun haben, einfacher ist, als wenn sie eben weiter, mehr oder weniger willig, weiter in ein Gymnasium oder eine Fachmittelschule gehen, wo man eigentlich unter den Altersgleichen ist. Und dieses Ausloten, was so Rollenmodelle sind, die vielleicht Vorbilder sind, weniger gut geht. Sehr gut. Ich finde den Begriff, den du verwendest, individuelle Reflexionsfähigkeit, finde ich außerordentlich sinnvoll und wichtig. Und ich bin ja Vizepräsidentin der Organisation ADHS 20+. Und ADHS, Menschen mit ADHS, ADHS-Kinder oder ADHS, da sage ich auch, die müssen ihren Fokus finden. Und wenn sie den nicht gefunden haben in der Schule, dann fallen sie oft raus. Und ich als Psychiaterin muss ihnen dann wieder helfen, diesen Fokus finden. Und du hast auch gesagt, nicht das machen, was die anderen von ihnen wollen, sondern das, was sie wollen. Also ihr Herzenswunsch, ihr tiefstes Anliegen. Das ist dann oft sehr verdeckt, verschüttet und ich muss es mühsam wieder ausgraben. Aber das finde ich toll, dass du die Haltung hast, individuelle Reflexionsfähigkeit. Und die kommt oft zu kurz. Die wird als störend angeschaut in der, was will ich sagen, normalen Schulbildung und die wird dann eher unterdrückt. Und diese, die dies finden wollen, sind dann auch Störfaktoren im Regelsystem. Mhm. Und das ist schade. Da laufen Energien gegeneinander und wird sehr viel zerstört. Ja, also es gibt ja interessante soziologische Studien. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von Pierre Bourdieu. Das Buch heißt auf Französisch La Réflexion. Mhm. Und eigentlich zeigt er auf, wer im
im schulischen und im hochschulischen System überhaupt hochkommt. Mhm. Und es sind ja nicht die, die die intelligentesten sind, sondern es sind die, die den Code des Lehrers am besten imitieren können. Genau. Und das ist natürlich, das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich hatte ja auch seinerzeit, als ich das gelesen habe, so Kurse für Schulleiter gemacht, um eben aufzuzeigen, ihr müsst aufpassen, da gibt es Perlen in der Klasse, aber man darf nicht davon ausgehen, dass die Kultur, die man selber erlebt hat, quasi, dass die reproduziert werden soll, sondern die Querdenker, es geht ja dann oft um die Querdenker, die sich weigern, diesen Gott zu imitieren, aber die durchaus sehr kreativ sind. Das ist eigentlich heute in der Gesellschaft extrem wichtig. Man sieht in der Wirtschaft, ich habe schon seinerzeit mit der Microsoft-Chefin geredet und sie sagt, was mir zu denken gibt, ist alle, die mit diesem McKinsey-Ansatz daherkommen, die bringen alle das Gleiche. Aber was ich brauche, sind Querdenker, sind innovative Leute, es ist die Vielfalt eigentlich, die etwas sehr reich macht. Und das hat mich dann wieder zurückgeführt und gesagt, ja nein, es ist Aufgabe im Unterricht herauszufinden, wo sind die Qualitäten jeder Person und wie kann man sie positiv abholen. Ist sehr anspruchsvoll, aber ich glaube, so wird man eigentlich den jungen Menschen gerecht. Sehr schön. Liegt ganz auf meiner Linie. Ich habe einen weiteren Gedanken und es kann sich ja alles anfügen. In unserer Globalwirtschaft stelle ich immer wieder fest, dass all diese multinationalen Firmen sehr in einem riesigen Wettbewerb stecken. Und der Wettbewerb geht immer um schneller, billiger, effizienter etc. Und jetzt kommt die Kreativität, dann natürlich auch, dass man neue Trends gut wahrnimmt und die markterobernd sich verwirklichen lässt. Wenn ich mit der Evolutionssprache rede, survive and reproduce, also man reproduziert nicht sich selber, sondern diese Angebote, die man dann macht, die Produkte. Aber da läuft dann auch reproduce faster and cheaper and you survive. Und das ist ja mit China, weil die so viel menschliches Material haben, niemand hat so viel und das auch verwüsten können, kann ich sagen, sind die schneller und in dieser Kompetition ja, gut voran. Und wollen ja jetzt die größte Wirtschaftsmacht und die schnellste werden. Das frage ich jetzt wieder. Was können Betriebe tun? Und du hast zu einem gewissen Punkt schon beantwortet. Was können Betriebe tun, um ihre jungen Angestellten nicht nur in diesen quantitativen Wettkampf reinkommen zu lassen oder dort zugrunde gehen zu lassen. Ich habe dann die Erwachsenen, die dann oft dort zugrunde gehen und ausscheren und krank werden. Man redet dann von Burnout. Mhm. Und die Burnout-Kliniken, die boomen auch. Was können die Betriebe machen, dass diese kreativen Leute nicht als Arbeitskraft verloren gehen und die ausscheren, dann mit teuren Gesundheitskosten behandelt werden müssen. Das ist ein sehr spannendes Thema, das mich auch interessiert. Und du hast China erwähnt. Ich habe eine Kollegin an der Maryland University in den USA. Sie ist eine Chinesin und sie forscht über das Hochschulsystem in China. Und sie ist extrem kritisch, weil sie sagt, ja, wie du sagst, da gilt dieses Mantra publish or perish. Yeah, also exactly. Sie sind extrem unter Druck, viel zu publizieren und sonst verschwinden sie aus dem System. Yeah. Und ich war selber schon in China und wenn ich dann mit Leuten auf der Straße oder sagen wir jetzt in meinem Bereich, wo es mehr eben um praktische Bildung geht, rede, dann sagen sie, wir machen einen Fehler, wir interpretieren den Konfuzius völlig falsch. Weil man leitet sehr vieles auf diese konfuzianische Lehre ab. Aber
Sie sagt eigentlich, so hat er das nie gemeint. Es geht um ganzheitliche Bildung und es geht nicht nur um die kognitive. Ich meine, ich kritisiere zum Beispiel auch die OECD, dass sie bei den PISA, in PISA ist ja Shanghai extrem hoch. Und das ist ein deutliches Zeichen, Shanghai ist nicht China. Würden Sie Gesamtchina in die Studie einbeziehen, wäre China nicht dort, wo sie heute sind. Aber die chinesische Politik hat dieses Superlativ-Denken entwickelt. Wir wollen die Schnellsten, die Besten, die Reichsten sein. Und das wird auf die ganze Gesellschaft übertragen mit dem Effekt, eben das, und das sagt eben meine Kollegin auch, die Suizidraten nehmen zu, die Leute halten das nicht aus. Mhm. Und sie sagt eigentlich, das Problem ist, dass viele Menschen dort verlernen, sie nennt das the belly brain und the cognitive brain in ein Ganzes zu bringen. Also die Intuition wird eigentlich unterdrückt. Die Bilder, die man von der Intuition her bekommt, vom Gefühl her, alles was so weich ist und nicht gut messbar, das sei eigentlich, werde zunehmend unterentwickelt. Und deshalb sagt sie, sie glaube, dass längerfristig eher ein Problem ist für die Gesellschaft. Mhm. Und wenn ich so andere Trends anschaue, also ich beschäftige mich natürlich mit den Folgen des digitalen Wandels. Dort haben wir auch diese Geschwindigkeit, die immer mehr zunimmt bei den Betrieben. Aber was ich erkenne, ist, das Bildungssystem ist eigentlich gefordert, jetzt zu analysieren, was heißt das eigentlich, wenn der Wandel im Arbeitsmarkt immer schneller geht, aber wir als Bildungsinstitutionen extrem langsam sind in der Anpassung. Das gibt diese zwei Geschwindigkeiten. Und das Resultat ist eigentlich, und das stimmt mich eben wieder hoffnungsvoll, jetzt komme ich auf deine Frage. Was wir sehen ist, es muss eine relative Verschiebung von den sogenannten Hard Skills zu den Soft Skills geben. Mhm. Oder ich sage eigentlich lieber transferierbare Kompetenzen. Also Kompetenzen, wenn man sie einmal erworben hat, kann man sie in verschiedenen Berufen oder auch Jobs verwenden. Dazu gehört Kreativität, dazu gehört Methodenkompetenz, soziale Kompetenzen, eben, da sind wir wieder bei der Selbstreflexionsfähigkeit, personale Kompetenzen. Das wird relativ wichtiger werden. Und deshalb sind wir jetzt an der ETH mit unserem Reformlabor extrem gefragt, weil viele Menschen merken, ja, aber dann müssen wir ja den Betrieb auch als Lernort betrachten können. Mhm. Und das Lernen im Betrieb muss schon stattfinden, weil die technologische Entwicklung so schnell gehen, dass die Schulen gar nicht aufrüsten können, um schon nur die beste Technologie immer im Schulzimmer zu haben. Und wenn man sich so etwas überlegt, dann geht es jetzt um die Frage, und das ist interkulturell sehr spannend, welche Länder haben diesen eher langfristigen, ganzheitlichen Ansatz und sind bereit, in junge Menschen zu investieren, auch wenn sie noch nicht gerade sehen, was der Ertrag ist, im Verhältnis zu denen, die halt nur bereit sind, dann sehr für kurzfristige Interventionen eine Bildung zu zahlen. Also kurz, der angelsächsische Raum hat die Tendenz, eben alles sehr kosteneffektiv, kosteneffizient zu produzieren, zu machen. Und dann spielt Bildung oder die Förderung der Menschen natürlich, das ist ein Kostenfaktor. Mhm. Und je kürzer die Ausbildungen sind, je weniger können sie den Return eigentlich erkennen. Während so der kontinentaleuropäische Bereich hat eine ganz andere auch Wirtschaftsphilosophie. Da will man eigentlich eher längerfristig noch denken. Mhm. Man erkennt die Investition in Bildung als eine Investition, wo der Return später kommt und ist eben bereit, dafür wirklich auch Geld auszugeben. Mhm. Heute können wir das alles mit Daten belegen, dass dieser Ansatz funktioniert. Und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, mindestens für die Evidenz verstehen und auch sehen, wir müssen da im Gegenteil noch weiter investieren. Also Betriebe tun gut daran, wenn sie im Unterschied zu den Amerikanern, die immer noch sagen, General Education, das hilft, oder? Mhm. Die tun gut daran, eben jetzt auf diese transferierbaren Kompetenzen zu schauen, weil sonst werden sie die Leute nicht finden oder müssen sie dann eben teuer entweder einkaufen oder nachqualifizieren. Sehr interessant. Wieder ein guter Begriff,
transferierbare Kompetenzen. Und wo lernt man die? Ja, das ist eben genau, das ist das, was wir jeweils auch mit unseren Partnern diskutieren. Okay. Die Schule hat ein die Schule und auch die Hochschule hat ja dieses typische Klassensetting. Mhm. Und wir sehen, das Frontloaded Teaching ist eigentlich vorbei. Also die Vorlesungen, die wir noch besucht haben, wo der vorne etwas vorliest und wir sind da mehr oder weniger am bewusst zuhören, das ist nicht die Art, wie man transferierbare Kompetenzen lernt. Mhm. Weil bei den transferierbaren Kompetenzen geht es oft darum, dass man etwas in sein Verhalten aufnimmt. Sagen wir Teamfähigkeit, mhm. Empathieverhalten, mhm. Antizipieren, mhm. Problemlösen oder das... Mhm. Man kann das als Aufgabe vielleicht im Schulsetting schon machen, aber sobald es sich um Verhaltensänderungen geht oder Verhaltensentwicklung, Konfliktfähigkeit mhm. beispielsweise, mhm. da kann man 2-3 Übungen im Schulkontext machen und dann muss man im Lehrplan einen Schritt weitergehen. Genau. Im Betrieb ist man täglich, bewusst oder unbewusst, solchen Situationen ausgesetzt. Und das heißt, deshalb sage ich, allen Ländern, substanziell muss das Lernen im Betrieb stattfinden. Dann ja. haben sie nebenbei gleichzeitig die Förderung dieser Kompetenzen. Und das Gute ist, vieles läuft nicht sehr explizit ab. Ja. Also ich erinnere mich an meine Berufslehre. Ja. Ich kann dir heute noch sagen, was waren meine Vorbilder als Chefinnen oder Chefs. Weil die haben mir an einem bestimmten Tag etwas gesagt, das ich heute noch als Satz repetieren könnte. Und das sind die kleinen Dinge, die in der Summe einem dieses Selbstbewusstsein letztlich geben, was ein Lehrer fast nicht kann. Mhm. Der kann nicht auf diese individuellen Persönlichkeiten eingehen, hat nicht die Zeit zu beobachten, ob jemand jetzt gut reagiert hat in einem Konflikt oder weniger gut. Mhm. Und ich glaube, das ist diese... eben nicht ganz messbare Komponente in der Bildung, die eine hohe Wirkung hat. Mhm. In unseren technischen Ausdrücken würde man sagen, EQ versus IQ, also Emotional Intelligence. Mhm. Also man muss die Emotional Intelligence viel mehr fördern, denn die ist ausschlaggebend, ob die Zusammenarbeit funktioniert. Absolut, wir machen auch Messungen, wir machen Surveys unter Firmen, wo wir diese verschiedenen Kompetenzdimensionen fragen, was ist für Sie wichtig, wenn Sie neue Menschen einstellen, was bekommen Sie, wenn Sie dann eingestellt haben. Das ist ja oft dann eine Differenz, man bekommt nie die Personen, die man sich wünscht bezüglich der Kompetenzdimensionen. Und dann fragen wir eben am Schluss noch, okay, jetzt, Sie bekommen das nicht, was Sie genau wollen. Was wäre denn der Lernort, um bestimmte Kompetenzen zu erwerben? Okay. Und das ist das, was wir helfen, den amerikanischen Reformteams zu zeigen. Wenn ihr die Stimmen eurer Wirtschaft habt, dann könnt ihr die zurückspiegeln. Also ihr habt gesagt, der Betrieb ist der beste Lernort, um diese Kompetenzen zu lernen. Mhm. Also beteiligt euch an Bildungsinitiativen. Das ist so ein Dialoginstrument, sehr das gut, wir haben. Sehr gut. Sehr gut. Da kann ich anschließen. Vor Jahren war ich in der ABB im Zusammenhang mit Sucht und Prävention, also Suchtkrankheit und Prävention, wie kann man es verhindern. Und da wurde ich dann auch durch den Lehrbetrieb geführt und die haben gesagt, früher hatten sie 12 oder 16 unterschiedliche Berufswege, die alle linear gegangen sind. Und heute haben sie nur noch 5 und ich denke, das geht jetzt etwas in einer Richtung. Und die Lehrlinge werden ins Team integriert und sind zusammen mit dem funktionellen Team. Also können mitarbeiten an der Wirklichkeit, also an dem, was die Firma produzieren muss, will und entwickeln. Und Piaget hat auch gesagt, es ist am besten, wenn man einen Lehrling, einen mittleren Erfahrenen im Team hat, also so um die 40, wo man quasi auf der Höhe seiner Karriere ist, und einen alten Weisen. Und ein solches Team funktioniert am besten. Die Jungen sind mutig, die Mittleren, die wissen schon, wie es funktioniert,
Und die Eltern haben noch Weisheit dazu, was nochmal etwas mehr ist. Also von dort her, denke ich, hat man damals mit dem angefangen. Ich weiß nicht, wie es jetzt läuft. Ich frage dich jetzt noch, welche Länder machen das am besten? Wenn du vergleichst. Du meinst jetzt diese Ansätze mit der Integration in den Arbeitsmarkt? Genau. Ja, es sind die kontinentaleuropäischen Länder, also Deutschland, Schweiz, Österreich, Dänemark, Luxemburg. Okay. Und man kann es ein bisschen zurückführen auf wirtschaftspolitische Überlegungen. Eben, es ist eine schwierige These. Wenn jetzt Ökonomen zuhören, dann würde ich sagen, das kann man auch diskutieren. Aber ich habe einen Artikel von einem Bildungsphilosophen in England gelesen, der einen Vergleich zwischen Adam Smith macht und dem deutschen Dogmengeschichtler Friedrich List. Ah, okay. Und der ist sehr spannend zu lesen, weil Adam Smith hat eigentlich diese Arbeitsteilung als eines seiner Konzepte erfunden in der Ökonomie. Mhm. Aber wenn man liest, was er genau gesagt hat, die Erfinder, die brauchen eine gute Ausbildung, sprich eine akademische Ausbildung. Mhm. Der Rest braucht nichts. Mhm. Der Deutsche hat das ganz anders gesehen. Der hat gesagt, alle brauchen eine gute Bildung. Mhm. Und wir müssen ein langfristiges Konzept haben und wir müssen in das investieren und wir müssen alle ins Team einnehmen. Also eben schon dort kam dieser, jeder ist wichtig und jeder muss aber, also die ganze Breite der Begabtenskala, sage ich heute, braucht die Gesellschaft, damit sie gut ist. Mhm. Und wenn ich heute in gewissen, eben Angels, ich bin viel in den USA unterwegs, aber beispielsweise auch in UK, wenn ich schaue, dann merke ich schon irgendwie, halt dieser Ansatz immer noch etwas nach. Also in den USA, und das geht jetzt in die ABB-Geschichte zurück, in den USA bilden sie im Arbeitsmarkt sehr kurzfristig aus, also so zwischen 4 Wochen und 6 Monaten. Mhm. Das verstehen sie unter einer Apprenticeship. Mhm. Und sehr individualisiert auf den Nutzen der Betriebe. Mhm. In der Schweiz dauert das 3 bis 4 Jahre, eine Berufslehre, Apprenticeship. Und es ist ein, ich nenne das Multikompetenzbündel. Eben die ABB hat ja gesagt, wir sind von 12, ja, das ist ein Ziel der schweizerischen Berufsbildungspolitik, weil man weiß, im Alter von 15 bis 20 Jahren heute, das ist einfach der Einstiegsberuf. Aber jeder Mensch muss in seinem Leben 3-4 Mal umlernen angesichts der Änderungen. Also tun wir gut daran, der Jugend ein ganz möglichst breites Kompetenzbündel zu vermitteln, wo sie dann in alle Richtungen auf- und umsteigen können. Mhm. Und deshalb sind die Berufe heute Berufsfelder geworden. Also Polymechaniker haben sie in der ABB. Das waren früher etwa 8 verschiedene Berufe. Und heute wird mal als Poly sagt die Vielberuf, oder Polymechaniker, der kann nachher in ganz verschiedenen Feldern tätig sein und er kann sich spezialisieren in der höheren Bildung. Mhm. Also das machen eigentlich vor allem die Deutschen, die Österreicher und wir. Wir haben dieses typische breite Berufskonzept, was andere nicht haben. Und das ist natürlich sehr firmengetrieben. Also da geht es wieder um die Frage, wie machen denn wir den größten Gewinn? Und bei uns, glaube ich, ist man doch noch interessiert daran, die jungen Menschen sieht man als, wir füllen eigentlich den Fachkräftepool in der Schweiz. Mhm. Und wir denken nicht nur, fast ein bisschen egoistisch, an unseren Betrieb. Mhm. Okay. Eine weitere Frage, wie, inwiefern verwendet man dann jugendliche Kreative, die zwar noch nicht alle Ausbildung haben, aber noch sehr kreativ denken können, inwieweit verwendet man die in der Forschung und Entwicklung? Das ist ein gutes Beispiel. Also ich bin ja ganz stolz, dass die ETH, wo ich jetzt eine Professur habe, sehr viele Lernende hat. Also wir haben wir bilden ja auch aus, Berufslernende. Und die sind, wenn man zum Beispiel auf den Hönker Berg geht, die sind dann in den verschiedenen Laboratorien. Also ein Schreinerlehrling beispielsweise, der muss in einem Physiklabor dann Modelle bauen für die Experimente beispielsweise. Ah, okay. Also die sind, wir selber bei mir, ich habe eine kaufmännische Lernende gegenwärtig, die bei uns ist, die lernt dann die Administration. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber ich war auch zum Beispiel die Firma Logitech einmal besuchen. Das sind die Computermäuse zum Beispiel herstellen oder diese Videokameras.
Und ich war dort sehr, sehr positiv überrascht. Was, Sie haben genau den Mix, den du gesagt hast, jetzt mit dem Beispiel von Piaget. Sehr viele junge Lernende, sehr viele Techniker und einige Akademiker. Und sie haben mir erklärt, die ursprüngliche Erfindung der Computermaus, das war ein Riesending. Und sie brauchen praktisch Begabte, um die Miniaturisierung hinzukriegen. Das heißt, sehr viele Betriebe, ich habe übrigens dazu mit zwei Kollegen eine Forschung gemacht, inwiefern der gute Mix zwischen praktisch Begabten und intellektuell Begabten die Innovationsleistung der Schweiz verbessert. Und wir konnten nachweisen, dass die Firmen, die einen guten Mix haben, in der Innovationsleistung besser sind. Wir sind nicht besser, was die Produktion, das Massengeschäft dann auf den Produkte auf den Markt bringen, sind wir nicht besser, aber wir sind besser bei der Innovation. Das freut mich. Ich denke, das ist auch eine sehr interessante Sache. Wenn ich da noch ein Stückchen weitergehe und ich komme wieder zu den ADHSlern, viele intelligente junge Menschen eben, die ADHS oder ADHS haben, gehen in unserem Schulsystem oft verloren, kommen drunter, erfüllen nicht die Anpassungsbedingungen. Sie landen dann in der Psychiatrie und bei der IFA. Und ich versuche, sie wieder rauszuholen und irgendwo zu platzieren. Aber oft verwendet man dann wieder das gleiche, wie soll ich sagen, normisierte Regelsystem, das überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man ja schaut, wer kreative Potenziale in der Welt gesetzt hat, da hat es sehr viele ADHSler drunter. Also Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk, Bill Gates, Jack Ma und so weiter. Es gibt viele. Meine Frage an dich, wie könnte man die früher besser abholen, dass sie nicht verloren gehen? Manche haben das Glück und die haben es geschafft, aber viele gehen verloren. Und ja, wie könnte man die besser früher abholen, sodass sie nicht verloren gehen? Also ich würde sagen, das ist eine vielschichtige Thematik. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, was mir gefällt an deiner Frage, ist diese normierte Welt. Ja. Das ist eine, aus meiner Sicht eine Krankheit geworden okay, in der schön. Gesellschaft. Weil, also ich meine, Richard Sennett, glaube ich, hat die Kultur der Vielfalt gepriesen. Die Menschheit ist eigentlich reich, weil es verschiedene Menschen gibt und weil wir vielfältig sind. Das macht uns letztlich reich. Aber ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber es kommt sicher von der Leistungsgesellschaft her, ja. Es kommt von der Optimierungsgesellschaft her. Ja. Wir sind hyperoptimiert, um nicht zu sagen überoptimiert. Es liegt nichts mehr drin, was ein Ausreißer ist. Und das haben wir bei der Bankenkrise gesehen, das sehen wir auch jetzt mit gewissen Prozessen. Überoptimierte Systeme, da verträgt es nichts. Und man muss genau auf das eingetrimmt werden, was eben dieses System erfordert. Und in der Schule, die ganze Leistungsmessung, sind wir ehrlich, das ist ein Diskurs, den man hat in der Bildungswissenschaft, was ist eigentlich der Impact von PISA auf die ganzen Entwicklungen der Bildungskonzepte. Und ich bin eine Kritikerin. Ich finde, es ist gut, wenn wir diese Instrumente haben. In der Forschung können wir viel damit machen. Aber wenn die Politik das falsch interpretiert und so einen falschen Ehrgeiz entwickelt, eben China, Shanghai, wir wollen die Besten sein, und dann einseitig letztlich investiert kognitive Leistungsgesellschaft ist wichtig, dann blendet man eigentlich das aus, was den Menschen auch noch gut macht. Und es ist einfacher zu messen, diese Dinge, als wenn wir eben transferierbare Kompetenzen messen sollten. Das stimmt. Und deshalb, glaube ich, hat sich so eine Entwicklung ergeben, die wahrscheinlich aber in der nahen Zukunft meine These aufgebrochen wird, weil wir jetzt so langsam merken, es hat viele Nachteile, diese überoptimierte Gesellschaft. In den USA gibt es ja die Diskussion über wie schädlich die Superlativgesellschaft eigentlich ist. Brené Brown ist so eine Wissenschaftlerin, die hier relativ viel darüber geschrieben hat. Also kurz, ich glaube,
Es ist ein vielschichtiges Problem, um hier das aufzulösen. Ich habe kein Rezept, außer dass ich denke, die Sensibilisierung der Lehrpersonen ist natürlich ein wichtiges Thema. Also beginnt bei den pädagogischen Hochschulen, die die Lehrpersonen ausbilden. Die müssen sich bewusst sein, was sind dann so typische Verhaltensmuster von Menschen, die diese Verhaltenseigenschaften haben, oder? Dass, dass eben, ja, der Zappel-Philipp, das hat man früher schon gehört, aber man wusste nicht, was das genau bedeutet. Ja. Heute, glaube ich, wisst ihr da viel mehr. Mhm. Und für mich, klar, die Lehrpersonen haben sehr hohe Ansprüche heutzutage. Mhm. Aber ich glaube, es wäre wichtig, dass sicher dort, dass man sensibel ist und eben, dass man schülerzentrierten Unterricht machen kann. Da kann man die Normierung aufbrechen, oder? Wenn die Pädagogik schülerzentriert läuft, dann können nämlich die Jugendlichen ihre Potenziale auch wirklich entfalten. Ein anspruchsvoller Unterricht. Das wird auch nicht, bis jetzt noch nicht wirklich so umfassend gelebt, wie es vielleicht gut wäre. Es freut mich, dass du sagst, die normierte Welt, also die normierte Gesellschaft ist eine Krankheit. Oder diese starke Normierungstendenz ist eine Krankheit. Und da fallen wir Psychiater dann oft sogar rein. Wir sollten dann die aberrierten Individuen wieder in die Normierung reinbringen. Und das geht nicht, wenn man nicht den Kern dieses Menschen gefunden hat und seine eigene Fokussierung. Mhm. Also auch wir Ärzte sind dann dieser Normierung unterworfen. Mhm. Ja. Und da wehre ich mich natürlich auch dagegen. Vielleicht noch etwas, es ist interessant, auf medizinischer Ebene hat ja die traditionelle chinesische Medizin etwas Einzug in unsere Medizin gefunden. Und dort kommt das Ganzheitliche noch durch. Und wir lernen das von ihnen. Aber die haben von uns das intellektualisierte, normierte Leistungsgesellschaftdenken angenommen. Und das andere wird dann unterdrückt. Ist eigentlich irgendwie tragisch. Und ich kann dich noch unterstützen und untermalen mit einem biologischen Grundsatz. Du hast gesagt, die Vielfältigkeit der Menschheit macht es aus und macht uns erfolgreich. Und da sagt man, heterogene Populationen, rein genetisch, also heterogen, unterschiedliche Gene, die überleben viel besser als homogene. Mhm. Und wir streben in der Bildungswissenschaft zum Teil auf homogene Bildungssysteme zu, also überall das Gleiche, weil man das besser messen kann. Und das Heterogene kann man natürlich dann weniger gut messen. Aber ich denke, Muster kann man trotzdem erkennen. Und von dort her finde ich es toll, dass du da einen Lichtblick siehst, dass es langsam etwas ändert. Das freut mich natürlich. Also ich glaube eben, was wir vielleicht erkennen das noch nicht alle, aber die digitale Transformation, wenn man mag sie lieben oder nicht lieben, und wir wissen nicht, wohin das insgesamt führt, da gibt es ja auch von meinen Kollegen an der ETH teilweise doch bedenkliche Szenarien, die gezeichnet werden. Aber wenn es darum geht, dass Schule als einzige Stätte der Bildung aufgebrochen wird und man merkt, es ist viel mehr als nur, was wir in der Schule lernen, was wichtig ist, dann haben wir eine Chance, weil nur dann, glaube ich, kann diese ganzheitliche Bildung wieder eher Fuß fassen. Sehr schön. Jetzt bringe ich noch ein Thema rein, Geschlechtsunterschiede. Man redet ja viel in der Politik und ja, Entwicklung von Gleichstellung der Geschlechter. Und ich habe vor Jahren bei Iris von Rothen gewohnt und sie war ja eine Vorkämpferin. Und ich sage, Frauen und Männer verwenden unterschiedliche Kompetenzen, um sich durchzusetzen. Also der Wettbewerb, der von Frauen und von Männern geführt wird, läuft etwas unterschiedlich. Und im Medizinstudium haben wir jetzt mehr als 50% Frauen, die Medizin studieren, aber in den obersten Schichten, in den obersten Positionen sind es weniger als 10%. Was müsste da noch passieren,
dass die Frauen nicht mit gleichen Mitteln kämpfen müssen wie Männer und dass die Frauen ihre Kompetenzen, wo ja auch die emotionalen dazu gehören, besser einbringen können ins Ganze, dass es dann wieder diese gute Mischung gibt. Eine sehr schwierige Frage, die beschäftigt mich eigentlich auch schon das ganze Leben. Ich habe nämlich meine Dissertation auch ungefähr zu einem solchen Thema gemacht. Wieso sind die Bildungsunterschiede in der Schweiz so groß gewesen, immer noch groß? Und woher rührt das eigentlich im Spiegel der sozioökonomischen Entwicklung? Und also, um es auf den Punkt zu bringen, es ist ein Huhn- und Ei-Problem. Und ich glaube, wenn wir mehr Rollenvorbilder hätten, ich kann dir ein Beispiel machen, als ich BBT-Direktorin war, war ich die einzige Frau. Und die Journalisten haben immer gesagt, wie ist das jetzt so als Frau in dieser Führungsetage? Und ich war ja ziemlich selbstbewusst schon da und habe gesagt, dass ich werde sowieso immer sagen, was ich denke. Und ich habe mir das nicht so, es war für mich nicht so schwierig, aber ich habe dann schon gemerkt, aber es ist schon für viele schwierig. Und was ich einfach gemacht habe, ich muss den Frauen Mut machen. Ich habe ja sicher hunderte von Bewerbungsgesprächen geführt und ich merke immer, oft haben sich Männer wahnsinnig toll verkauft. Und wenn man ein bisschen nachgefragt hat, dann ist das Kartenhaus ziemlich zusammengefallen. Während Frauen oft die Tendenz hatten, dass es schwierig war, über zwei Sätze hinaus irgendeine Antwort zu bekommen, ohne dass man nachgefragt hat. Also man musste richtig die Frau motivieren, zeigen Sie sich, brand yourself. Und da habe ich dann gemerkt und gefunden, ich muss mindestens intern in meinem Amt dafür sorgen, dass Frauen sich zutrauen, aufzusteigen. Und ich war sehr stolz, als ich das Amt verließ, hatten wir mehrheitlich Frauen in der Führungs-, in meinem Direktorium. Ja. Und das ist heute auch mein Ansatz. Ich glaube, wir müssen Frauen Mut machen und müssen sie auch begleiten. Also oft sage ich, also das ist ja dann wie ein, die Chefin ist auch ein bisschen der Coach. Ja. Im Sinne, du könntest dich jetzt schon zeigen. Zeig dich mal, sprich. Einfach nimm ein bisschen mehr Zeit, um deine Positionen zu verteidigen. Es ist eine Rolle, glaube ich, des Vorbilds oder sagen wir der Person, die gleichwertig fördern möchte, dafür zu sorgen, dass der Ausgleich da ist. Ich muss sagen, ich habe ja selber auch erlebt, als ich einmal für das höchste Amt im Bund kandidierte, da hatte ich wieder ein Assessment machen müssen. Und dann sagt die Frau, die Lead-Assessorin, sagt mir, sie haben das super bestanden, alles gut. Ich will Ihnen einen Tipp geben. Sie haben so ein anderes Führungsverständnis als der Durchschnitt, den wir hier haben, dass Sie einfach sehr viel Energie brauchen, um sich durchzusetzen. Und ich war so etwas von wütend. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was sie mir eigentlich sagen wollte. Und habe gedacht, okay, als Wissenschaftler kenne ich die Gaußsche Kurve. Ich werde wahrscheinlich mit 95% von Männern in dieser Funktion verglichen. Und ergo bin ich als Frau der Ausreißer. Und das heißt wieder die Normierung, oder? Ein Führungsverhalten in diesen Positionen ist normiert auf ein bestimmtes Verhalten. Abweichler haben es schwierig. Und schwierig, das heißt eben, man braucht mehr Energie, um sich quasi um sich durchzusetzen. Und dann heißt es, die ist schroff oder laut, der Mann ist durchsetzungsstark, oder kommen dann diese alten Klischees. Und ich glaube, vor dem haben viele Frauen Angst, weil ich glaube, der Führungsstil von Frauen ist bis zu einem gewissen Grad eben anders. Und das finde ich ja toll, wenn sich die Menschen als komplementär zu etwas Neuem ergänzen. Aber wenn natürlich die Mehrheit getrieben wird durch ein anderes Konzept, ist es immer schwierig für Frauen, hier wirklich Fuß zu fassen. Und
Ja, da gibt es nur eines. Es braucht einfach mehr Frauen in Führungsetagen. In Verwaltungsräte versucht man es jetzt mit Quoten. Aber das ist, an der ETH haben wir auch noch keine Chancengleichheit unter den, also überhaupt an den Hochschulen ist diese Leaky Pipeline eigentlich auch so. Dort ist natürlich die familienexterne Betreuung auch ein Thema, oder? Mhm. Wenn die Familie gegründet wird, wer schaut zu den Kindern und wer macht eben Karriere? Als Assistenzprofessor oder Professorin. Also es sind schon Fragen, denke ich, die sind komplex und nicht so einfach zu lösen. Aber je mehr gute Rollenbilder, glaube ich, es gibt, je mehr kann man auch junge Menschen wirklich stimulieren und dazu beitragen, dass wirklich die Vielfalt wichtig ist und nicht eben diese Normierung. Ich habe über ein Projekt, das kann man da vielleicht anfügen, von Google gelesen, und die haben mit vielen Algorithmen versucht herauszufinden, welches Team funktioniert am besten. Und all diese gescheiten Algorithmen haben nicht viel gebracht, und am Schluss kamen sie auf ganz einfache Schlüsse. Und der Schluss war, ein Team funktioniert gut, und jetzt kommen die weiblichen Eigenschaften, wenn, jetzt kommt zuerst die Quantität, wenn jeder, der im Team ist, gleich viel Redezeit hat, equal speaking time. Und wenn die Individuen, die in der Gruppe sind, fähig sind, den anderen zu lesen, also Empathiefähigkeit. Mhm. Und dann hat man dann gesagt, und wenn gleich viel Frauen im Team sind wie Männer. Das hat man aber weggelassen. Man hat die Frauen abstrahiert auf Empathiefähigkeit. Mhm. Also wenn die anderen empathiefähig sind, dann reicht das. Aber eben die Frauen, die haben diese Fähigkeit, dass sie schauen, wie es dem anderen geht und was denkt er jetzt, und dass man dann interagiert. Was du gesagt hast, dass die Frauen, wenn sie sich vorstellen, an Vorträgen, habe ich das auch oft bemerkt, die Männer haben sich breit ausgebreitet, also ihr Pfauenrad gestellt, was sie alles können und tun. Und die Frauen haben ein bisschen gesagt und dann sich schon gleich wieder entschuldigt dafür, dass es noch nicht ganz so gut ist und so weiter und so weiter. Und ich habe da, also man hat so Witze unter den Medizinern, man sagt, die Chirurgen können alles, aber sie wissen nicht, die Mediziner wissen alles, aber sie können nicht, und die Psychiater, die wissen nicht und können nicht. Und ich habe dann gesagt, dafür sind sie ständig am Lernen. Und ich denke, das ist eine wichtige Haltung, dass man bereit ist, auch noch zu lernen. Und diese Empathiefähigkeit, die es braucht in einer Gruppe. Auf das ist man gekommen über die Autismusforschung, was noch interessant ist. Also von ganz Kranken her. Mhm. Von dort her haben sie das geholt. Und meine Frage ist jetzt, hat man Programme für Mädchen, die lernen, sich besser darzustellen, und für Jungen, die lernen, sich besser zurückzuhalten? Und unser Sohn hat mit Mädchen und Buben, also einem gemischten Fußballteam, Fußball geübt. Und dann hat er die Regel gemacht, nur noch die Mädchen dürfen Gole schießen und die Jungen nicht. Und die Jungen waren zuerst natürlich wütend und sind rausgegangen. Wenn sie dann aber mitgemacht haben, dann waren die kooperativer. Und solche Experimente, macht man das in den Ausbildungssystemen oder nicht? Ja, das macht man. Vor allem zum Beispiel ist ja interessant, dass wir im MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ein großes Problem haben. Also es ist eine typische Berufswahl und auch Studienwahl für Männer. Ja. Und das sieht man in den Berufsschulen bis zur ETH. Das ist eigentlich Überhang Männer. Und in asiatischen Ländern ist das aber nicht im gleichen Ausmaß, vor allem bei der Informatik beispielsweise, nicht im gleichen Ausmaß der Fall. Also stellt sich schon die Frage, wo liegt das Problem? Genau. Ich glaube, also
Ich habe hierzu keine eigene Forschung gemacht, außer die Dissertation, wo ich mich mit diesem dualistischen Rollenverständnis auseinandergesetzt habe, das sehr tief in die Geschichte zurückgeht, in unserer europäischen Kultur. Mhm. Und ich habe einen Artikel geschrieben, woher kommt das eigentlich, dieses dualistische Rollenverständnis? Ist das Aufklärung gewesen, also wo man auch damit begonnen hat zu messen, ob jetzt die Frau besser ist als der Mann? Und dieses Buch über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, wo man den Kopfumfang da gemessen hat, gemerkt, der Kopfumfang der Frau ist weniger groß als der des Mannes, ergo ist sie weniger gescheit, oder? Also in dieser Zeit gab es sehr viele Studien, wo die Messbarkeit quasi, also Psychologie und Statistik sind verschmolzen, so Psychotechnik, da hat man ja sehr viel versucht, Geschlechtsunterschiede herauszufinden. Mhm. Aber ich habe Studien gefunden, die zeigen, das war auch schon zu Zeiten der Römer, war das ein Thema, es geht viel weiter zurück in der Geschichte. Und was meine These eben ist, also ich habe das ja in den 90er Jahren gemacht, und meine These ist, wenn der genetische Code dann eben, und jetzt können wir ja das, richtig entschlüsselt werden kann, wenn diese Studien wiederkommen, oder? Man will ja einfach herausfinden, was ist jetzt geschlechtsspezifisch und was ist nicht geschlechtsspezifisch. Aber das Problem ist, dass die Gesellschaft ja sehr selbstreferenziell unterwegs ist, weil was Sozialisierung und kulturelle Selbstreferenzialität, oder das ist immer noch eine mächtige Kraft. Mhm. Und das heißt, wenn natürlich das, was ich habe, fühle mich auch als Mitkämpferin für Gleichberechtigung. Das ist, glaube ich, unsere Generation, die nicht verstanden hat, warum das Frauenstimmrecht in der Schweiz erst zu spät eingeführt worden ist. Aber es gibt immer wieder Tendenzen, wo halt diese Rollenteilung, wer macht jetzt was und wer schaut für die Kinder und so, die wieder kommt und die dann natürlich dazu führt, dass dieses Verständnis nicht aufgelöst werden kann. Mhm. Ich weiß, ich hatte dazu mal eine erste Meta-Analyse untersucht, wo es um 10.000 Resultate gibt bei dem geometrischen Vorstellungsvermögen zwischen Männern und Frauen. Oder Mathilde Werting hat da eine extrem gute Arbeit gemacht. Sie konnte aber nachweisen, dass 9.000 dieser Resultate gebiased sind durch die Forschungsinterpreten, die Männer waren. Oder? Mhm. Und nur bei wirklich 1.000 von 10.000 Resultaten hat man wirklich Evidenz geführt. Aber eigentlich konnte sie nachweisen, dass es nicht so ist, dass die Frauen eigentlich immer ein schlechteres geometrisches Verständnis haben oder ein mathematisches Verständnis. Aber was ich da aufzeigen konnte, diese Studien wurden rezipiert von Bildungspolitikern und von Leuten, die eben Konzepte für die Zukunft gemacht haben. Und das meine ich mit Selbstreferenzialität. Oder? Das ist wiederum die Evidenz war keine gute Evidenz, erstes Faktum. Und das zweite ist, es wurde auch nicht richtig rezipiert. Und damit haben wir diese ideologischen Opinion Leaders, die halt dazu beigetragen haben. Ich meine, in der Schweiz mussten die Frauen ja selber dafür kämpfen, dass sie alle Berufe lernen konnten. Also in der Phase so von 1860 bis 1930, bis zum ersten Berufsbildungsgesetz, war es ein Kampf der Frauen um jeden Beruf, ob man den jetzt lernen kann oder nicht, ob man jetzt Buchhalterin werden kann oder nicht, weil es wieder, oder, mit Zahlen arbeiten geht nicht für Frauen, oder? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das waren die Diskurse gewesen, vor allem so rund um den Ersten Weltkrieg. Mhm. Und dann kam der Weltkrieg und alle Männer waren an der Front und alle Frauen haben dafür gesorgt, dass das Geschäft läuft, oder? Und dort, also wieder mit Faktizitäten, konnten dann die Frauen doch belegen, sie können die Bäckerei führen, sie können die Buchhaltung führen, sie können eigentlich fast alle Jobs machen. Mhm. Und das hat dann eigentlich zur Befreiung in dem Sinn geführt, dass man gesagt hat, also gut, Berufsbildung kann jeder alles machen. Aber wir sind dort, wo du die Frage gestellt hast, ja, die vertikale Segregation, also dann aufsteigen, oder? Der Mann wird Pfarrer, die Frau wird Pfarrhelferin. Also es ist am Schluss dann eben schon die Frage, wo liegt das Prestige, oder? Und heute hat sehr vieles mit Prestige zu tun.
Ich will es mal sagen, interessant, wenn die Mediziner feminisiert werden, wie groß das Werteprestige dann dieses Berufes in 40 Jahren sein wird. Ob das dann sinkt oder wie? Ja, okay. Weil die Männer haben eine Begabung, in diese Jobs sich hineinzuselektionieren, wo auch die Saläre oft höher sind, oder? Deshalb haben wir diese Frage der gleichen Bezahlung. Und, Meine Frage ist, du sagst, in Asien ist das weniger stark so. Hängt das mit unserem patriarchalen System zusammen, das natürlich auch über unsere christliche Religion so weitergegeben wurde und das ins ganze Volk reingegeben wurde? Während in Asien, da hat es Konfuzius gewisse Prinzipien, aber Gesetze, Prinzipien sind weder matriarchal noch patriarchal. Also dass da neutraler geblieben ist und dass dort einfacher ist für die Frauen, in das einzusteigen. Also ich habe leider nie eine solche interkulturelle Studie machen können, aber ich würde dir schon recht geben, es wird sicher sehr auch religiös geprägt sein. Ja. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt die Diskussionen verfolgt, die wir geführt haben in der Vergangenheit zum Islam, oder? Was die Frage der Respektierung der kulturellen Werte und ich meine, da haben wir auch die Diskussion gehabt, wir wollen keine verschleierten Personen in der Schweiz. Also gewisse Leute haben gesagt, das wollen wir nicht, oder? Mhm. Und weil sie eben das auf einen zum Teil unterschiedlichen Status der Frau in der Gesellschaft zurückführen. Und das an solchen Themen merkt man schon, man muss tief hineingehen, um zu verstehen, warum ist ein Land anders, als man selber ist. Mhm. Und ich würde jetzt meinen, so gut, ich bin ein bisschen bewandert mit Konfuzius und auch Buddhismus, Hinduismus, weil ich viel in Indien und Nepal bin. Ja, so, ich würde mal sagen, so einfach ist es eben dann doch nicht, oder? Mhm. Vor allem heutzutage mit dieser globalisierten Welt und des Verschwimmens eigentlich dieser kulturellen Identität. Okay. Zum Abschluss möchte ich nochmal zur Zusammenarbeit kommen. Das sind an sich immer wieder ähnliche Themen. Also inwiefern lernen junge Menschen innerhalb der arbeitenden Gruppe systemrelevant zu kooperieren. Und da sage ich wieder, dass Männer mehr lernen müssen, sich zurücknehmen und Frauen mehr lernen müssen, sich zu präsentieren. Und du hast das schon gesagt, wegen der IT-Welt, also hauptsächlich beherrscht von Männern. Der Linus Torvald, der hat ja ein gewisses Benehmen an den Tag gelegt, dass die Frauen dann nicht mehr wollten und drum ausgestiegen sind. Und er hat es dann schlussendlich gemerkt, so geht es nicht, und hat dann eine Auszeit eingeführt, da er in sich gehen wollte. Aber Verhaltensmuster werden ja nicht in einem halben Jahr verlernt. Und da müsste man an sich früher an diesen Verhaltensmustern arbeiten. Gibt es da schon Modelle, wo man, also in der Psychiatrie macht man dann Gruppentherapie und solche Dinge, aber im normalen Bildungsleben gibt es da schon Modelle, dass Jungen und Mädchen lernen, auf eine neue Art miteinander zusammenzuarbeiten, wo sie nicht nur das althergebrachte Muster, patriarchale Muster einfach durchdrücken. Gibt sehr viele Fortschritte, ich würde sagen in den letzten 20 Jahren, unterschiedlich nach Bildungsstufe und Teilsystem der Bildung. Die größte Wirkung wahrscheinlich haben wir, also in der Volksschule, muss ich sagen, da wurde es schon eingeführt, oder? Also die haben Sozialkompetenzen, die haben ja jetzt einen kompetenzorientierten Lehrplan. Und da wird auch sehr viel moderne Formen des Unterrichtens wird praktiziert. Also die Grundlagen, würde ich mal meinen, werden gut gelegt. Und ich sage das, weil ich eben viel mit anderen Ländern zu tun habe. Und in den USA ist das Hauptproblem, also erstens, in den USA bezeichnen sie ja die Jugendlichen bis 25 als Kids.
Das weiß ich, die könnte doch nicht als Kids bezeichnen. Das sind ja junge Erwachsene, oder? Ja. Nein, das Kids, die sind völlig unselbstständig. Ja. Dann haben sie gesagt, das ist interessant, oder? Ich habe gesagt, bei uns würde ich behaupten, die 17-Jährigen sind ziemlich selbstständig. Ja, und seit wir solche Delegationen in der Schweiz haben, in unserem Reformlabor, das wird jedes Mal als totale Erkenntnis artikuliert von den Ausländern. Wow! Die können mit 15 selbstständig eine Präsentation machen, auf Englisch, nicht einmal ihre Sprache, vor so einem internationalen Publikum. Und das ist so toll. Ja. Und dann sage ich, ja, weil wir in der Volksschule Grundlagen legen, weil wir in der Berufsbildung, in allen Bildungsplänen sind diese Kompetenzen, oder? Wir haben etwa, ich würde sagen, 50 Textbausteine zu diesen transferierbaren Kompetenzen, die in die Lehrpläne integriert sind. Mhm. Und die Betriebe und die Schulen müssen etwas unternehmen, um diese zu fördern. Mhm. Also man kann noch auswählen von den 50, welche werden jetzt in Beruf, Bankendiskretion beispielsweise, oder wenn das dann steht im Lehrplan, ja, dann muss ein Feedback dazu organisiert werden. Das heißt, die Betreuerin, die hat dann das im Lehrplan und wenn man beispielsweise am Bankschalter ist, dann wird das thematisiert. Du kannst jetzt nicht mit deiner Freundin über irgendwelche Bankdaten eines Kunden reden, oder und es gibt auch Tools, Meta-Reflexion beispielsweise, wo sie wie selber Erkenntnisse machen müssen. Oder es gibt Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzungs-Session, wo sie lernen, ob sie sich selber gut einschätzen können gegenüber einem Fremdurteil. Also in der Berufsbildung läuft sehr gut und eben da kommt noch dazu, dass man ja im Betrieb immer auch, also zum Beispiel ich gebe meinen Lernenden auch immer ein Feedback, wenn die besonders etwas Gutes gemacht haben oder wenn die etwas machen, was ich finde, das wäre jetzt auch noch gut, wenn der Doktorand oder der Postdoc erkennen würde, wie wertvoll das war, was die Person gerade gemacht hat. Dann mache ich ein aktives Feedback und sage, ich fand das besonders gut, weil das brauchen wir und Briefe schreibt man heute so, oder? Wenn ich die manchmal von Studenten sehe, muss ich sagen, ja, da könnte doch noch einiges gelernt werden. Und diese Art von Feedbacks, die bekommt man natürlich in dem Betrieb sehr viel öfter als in der Schule. Ja, das stimmt. Jetzt bei der Hochschule, da bei uns an der ETH, wird jetzt auch, gibt es schon ein Kompetenzframework. Man versucht jetzt auch, und wir machen das in unserer nächsten Vorlesung mit Bachelorstudenten, wo wir versuchen, aus einem Katalog von auch ungefähr 40 Kompetenzdimensionen zu schauen, was kann man jetzt in einer Vorlesungssequenz mit befördern. Selbstgesteuertes Lernen zum Beispiel oder Selbstständigkeit. Also Dinge, die wir nicht prüfen in dem Sinn am Ende, wenn wir eine Prüfung machen, sondern wo wir heute mit den digitalen Tools quasi die Instrumente nützen können, um ihnen einen Spiegel hinzuhalten, wie selbstständig sie eigentlich durch das ganze Programm sich durchgearbeitet haben. Mhm. Und solche Dinge, glaube ich, das weiß die ETH, dass die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt, wir haben eine Studie dazu gemacht, wer hat eher Mühe, sofort eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden? Mhm. Und es sind eben die noch nicht betrieblich sozialisiert sind, also die wenig Berufserfahrung haben, neben ihrem schulischen Abschluss. Ja, deshalb nennt man das ja die Generation Praktikas, oder? Also die müssen 2, 3 Praktikas absolvieren, bis sie dann in einen festen Job hineinkommen. Und das ist an sich für mich eher ineffizient. Also es wäre gut, wenn man die fehlenden Kompetenzen, wenn es irgendwie geht, schon während dem Studium lernen könnte. Sehr schön. Also Ursula Reinhold, du machst mir Hoffnung für unser Bildungssystem. Du zeichnest eine sehr schöne, breite und zukunftsgerichtete Vision oder ja schon Realität über das aus. Das freut mich sehr. Ganz herzlichen Dank, Ursula Reinhold, für dieses Interview. Das hat mich sehr gefreut. Mich ebenfalls. Vielen Dank, Ursula, für dieses wunderbare Gespräch. Ich höre dir immer auch sehr interessiert zu und finde es super toll, dass du dich so stark für diese Menschen interessierst und engagierst, die eben Querdenker sind.